Herzlich willkommen zu Teil 25 der Reihe Vektorrechnung und analytische Geometrie. Wir sprechen heute über die relative Lage von zwei Ebenen im Raum. Wir haben also in der letzten Folge gelernt, wie wir den Abstand eines Punktes von einer Ebene im dreidimensionalen Raum bestimmen können. Und wir haben in der Reihe Punkte und Geraden in meinem Channel auch gesehen, wie man Abstände und Schnittpunkte von Punkt zu Gerade oder Gerade zu Gerade ermittelt. Was jetzt noch sozusagen übrig ist, ist die Frage, wie man Schnittpunkte oder Abstände zweier Ebenen im Raum berechnet. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die Ebenen sind parallel oder sie sind nicht parallel. Wenn sie parallel sind, bedeutet das, es gibt wieder zwei Möglichkeiten. Entweder fallen die Ebenen aufeinander, sind also letzten Endes dieselbe Ebene, oder sie haben einen endlichen Abstand voneinander. Die zweite Möglichkeit, wenn sie nicht parallel sind, dann bedeutet das, die beiden Ebenen schneiden sich in genau einer Geraden. Hier das Ganze grafisch veranschaulicht. Die linke Seite ist der Fall, dass die Ebenen parallel sind. Die rote und die grüne Ebene sind jetzt parallel und haben einen endlichen Abstand. Der Fall, dass die Ebenen gleich sind, ist natürlich jetzt einfach zu erreichen, indem man durch eine Parallelverschiebung die grüne auf die rote Ebene schiebt zum Beispiel. Aber in dem Fall sind die Ebenen eben parallel in einem endlichen Abstand. Im rechten Fall sind die Ebenen nicht parallel und schneiden sich damit in einer Geraden. Natürlich muss man sich auch hier wieder die Ebenen unendlich ausgedehnt denken, aber wenn sich das zum Beispiel, wenn man mal ganz einfach zwei Blätter Papier nimmt und die etwas verkantet gegeneinander hält, dann sieht man, dass die sich genau in einer Geraden schneiden, wenn man sich die Papiere eben unendlich ausgedehnt in der Ebenenrichtung denkt. Es sollen also zwei Ebenen durch ihre normalen Vektoren gegeben sein. Wie man zu diesen normalen Vektoren kommt, das haben wir bereits gelernt, nämlich zum Beispiel aus den Richtungsvektoren. Und die Richtungsvektoren kann man wieder aus Punkten in der Ebene bestimmen. Das haben wir alles also gelernt. Wir wollen also jetzt annehmen, dass wir zwei normalen Vektoren haben für zwei Ebenen. Und die Ebenen sind genau dann parallel, wenn die normalen Vektoren parallel sind. Das kann man sich, wie ich finde, einfach überlegen. Die normalen Vektoren stehen senkrecht auf der Ebene. Und wenn die Ebenen parallel sind, ist der normale Vektor der einen Ebene eben auch senkrecht auf der anderen Ebene und umgekehrt. Und das bedeutet, dass die normalen Vektoren parallel sind. Das kann man leicht testen, wenn man also zwei normalen Vektoren gegeben hat, N1 und N2. Dann kann man das Kreuzprodukt bilden. Und das Kreuzprodukt ist genau dann 0, wenn die beiden Vektoren parallel sind. Oder man kann das Skalarprodukt natürlich auch nehmen, indem man den Winkel zwischen ihnen ausrechnet. Wir hatten schon vor längerer Zeit eine Formel gelernt, wie man den Winkel zwischen zwei Vektoren aus dem Skalarprodukt berechnet. Und wenn zwei Vektoren parallel sind, ist dieser Winkel eben genau 0. Wenn die Ebenen parallel sind, dann kann man den Abstand bestimmen. Dazu kann man einfach irgendeinen Punkt aus der einen Ebene nehmen und den Abstand zur anderen Ebene bestimmen. Das haben wir ausführlich in den letzten Folgen gelernt. Das möchte ich also jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Wie gesagt, alles in den letzten Folgen ausführlich dargestellt. Und wenn die Ebenen also nicht parallel sind, dann schneiden sie sich, wie gesagt, in einer Geraden. Und genau das wollen wir in der nächsten Folge behandeln, nämlich wie man diese Schnittgerade konkret berechnet. Also in der nächsten Folge Schnittgerade zweier Ebenen im Raum. Vielen Dank.